Hallo, mein Name ist Marcel und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Drawing Like Sir. Ich wollte diese Woche eigentlich nichts posten, ihr wisst, das ist Messezeiten, ich bin mit den Jungs unterwegs, um euch alle auf Conventions kennenzulernen und zu treffen, aber dann ist letzte Woche was wirklich Wichtiges in meinem Leben passiert. Etwas, was schon lange nicht mehr passiert ist. Es gab eine neue Folge von den Japanoschlampen. Ich hoffe mal, die Serie kennt ihr alle, wenn ihr bei meinen Videos zum Beispiel lachen müsst. Zuerst mal, was stimmt nicht mit euch? Und zweitens werdet ihr die Japanoschlampen absolut lieben. Die erste Folge kam 2011 raus. 2011. Ich habe immer etwas Angst, andere Sachen neu zu zeichnen, weil ich die Befürchtung habe, dass einige Leute denken, ich möchte hier etwas verbessern oder korrigieren. Diese Zeichnung heute mache ich, weil ich die Japanoschlampen jetzt seit knapp 8 Jahren mitverfolge und schon immer was dazu zeichnen wollte. Nicht, weil ich irgendwas verbessern oder verhübschen oder korrigieren möchte. Soweit ist jetzt alles geklärt, ich habe 3 Charaktere rausgesucht, die ich im Anime-Stil zeichne. Also, legen wir los. Meister Fuzzi habe ich schon vor diesem Video gezeichnet und auf Social Media hochgeladen, einfach nur, weil das mein absoluter Lieblingscharakter aus der Serie ist. Okay, eigentlich finde ich Ass immer am lustigsten, aber ich habe einen eigenen Ass an meiner Backe kleben. Es ist nicht mehr so lustig, wenn du sowas regelmäßig aushalten musst. Bevor ich weiterzeichne, müsste ich vielleicht doch so die ein oder andere Korrektur an der Skizze vornehmen. Die originale Zeichnung ist noch so ein bisschen schief, habe ich so das Gefühl. Hätte ich gewusst, dass ich hieraus später mal ein Video mache, hätte ich vielleicht von Anfang an direkt ein bisschen sauberer gearbeitet. Pose will ich zum Beispiel auch noch ein bisschen überarbeiten. Ich will eigentlich nicht, dass die Brille sein Gesicht verdeckt, deswegen nehme ich ihm die Brille einfach ab. Ich mag es eigentlich, wenn Linien variieren, aber hier nehme ich ganz langweilige, gleichbleibende Linien für einfach alles. Ich habe vor, das Ganze später sehr anime-mäßig aussehen zu lassen, wartet es einfach ab. Ich weiß, graue Haut ist immer so ein bisschen gruselig und ehrlich gesagt, das ist auch so ein bisschen die Intention dahinter. Ich finde, in manchen Referenzbildern, die ich von Fuzzi gesehen habe, sieht er so ein bisschen gruselig aus. In manchen Referenzbildern hat Fuzzi Blumen auf dem Shirt gehabt und in anderen auch wieder nicht. Ich lasse sie einfach weg, keine Ahnung. Und damit wäre Zeichnung Nummer 1 fertig. Ich würde mal sagen, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Fahren wir fort zu Zeichnung Nummer 2. Waka habe ich auch schon davor skizziert und mit dieser Skizze bin ich tatsächlich sogar schon ein bisschen zufriedener als mit der von Meister Fuzzi. Ich bin sogar so zufrieden, dass ich gewillt bin zu sagen, ich würde da eigentlich nichts abändern wollen. Nur den Oberkörper müsste ich vielleicht noch dazu malen. Meiner Meinung nach ist Waka nicht sehr mädchenhaft. Ich will sie also nicht im typischen Anime-Mädchen-Shoujo-Stil malen, weil ich finde, das passt einfach nicht zum Charakter. Ich möchte sie schon so zeichnen, dass man ihr ihren Charakter ansieht. Wo wir vorhin schon beim Thema mädchenhaft waren, man merkt Waka jetzt auch nicht zwingend eine riesen Oberweite an. Obwohl... Ich male jetzt einfach keinen Vorbau oder irgendwelches anderes perverses Zeug. Ich will zumindest noch ein bisschen Werbeeinnahmen mit dem Video hier bekommen. Außerdem habe ich für so ein Zeug ja Twitter. Wenn es jetzt um Farben geht, wie beispielsweise bei den Haaren, will ich nicht so knallbuntes Pink nehmen wie im Original, sondern doch so ein bisschen eher in Richtung pastelligere Töne gehen. Ich finde nämlich zu quietschbunt wirkt das Ganze viel zu übersättigt. So, jetzt noch schattiert und das stellt mich tatsächlich zufrieden. Ich kann jetzt nicht so viele Falten und Details ins Gesicht arbeiten, weil
Ne? Klar, bei etwas jüngeren Leuten hat man noch nicht so viele Falten, wie beispielsweise bei Meister Fuzzi. Alter, dieser Name. Aber ich finde, es fehlt trotzdem noch was. Man könnte trotzdem noch ein bisschen was einarbeiten und ich weiß auch schon genau was. Na also, ich finde, die Anspielung, die sollte man doch als Fan verstehen können. Und sagt, was ihr wollt, aber jetzt passt ihr Gesichtsausdruck umso besser. Im Gegensatz zu Wake und Fuzzi habe ich Chao vorher noch nicht gezeichnet. Das heißt, ich muss ihn jetzt von Grund auf digital zeichnen. Und ihr wisst, ich bin nicht so der Experte im digitalen Zeichnen, deswegen... ja, wer weiß, ob das was wird. Chaos Frisur bereitet mir ehrlich gesagt mehr Schwierigkeiten als ursprünglich gedacht. Ist das an der Seite jetzt abrasiert, weil er da keine Haare hat? Ich... keine Ahnung. Zumindest mal Chaos drei Strähnen, die ihm oben am Wirbel abstehen, will ich ihm unbedingt zeichnen. Die gehören einfach dazu. Das sind die... wo zeige ich eigentlich hin? Ihr seht's eh nicht. Ihr wisst, was ich meine, oder? Seine Pose will ich übrigens sehr neutral halten, wenn ich sie zeichne. Man soll ihm nicht ansehen, ob er jetzt ein positiver oder negativer Charakter ist. Macht jetzt vielleicht noch keinen Sinn, aber wartet's mal ab, später ergibt das alles Sinn. Chao hat tatsächlich sehr weite Ärmel am Handgelenk. Und dann wieder sehr eng geschnittene Ärmel am Oberarm. Das macht bei einem Kimono, wie beispielsweise bei Arizona, Sinn. Aber wenn das jetzt nicht zwingend ein Kimono ist, stelle ich mir das ein bisschen seltsam vor. Ich hoffe, wenn ich das zeichne, wirkt das nicht allzu komisch. Die Augenringe bei Chao sind auch manchmal da und manchmal sind sie nicht mit dazu gezeichnet, ähnlich wie die Blumen bei Meister Fuzzis T-Shirt. Aber in dem Fall lasse ich sie einfach mal dazu, ganz einfach, weil ich mich damit identifizieren kann. Mir ist bewusst, Chaos Verlauf in den Haaren von lila nach blau soll so typisch klischeeartig übertrieben nach Anime aussehen. Aber wenn ich es zeichne, sieht es einfach furchtbar aus. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, ich bringe nochmal später, wenn ich fertig bin, den lila Verlauf ganz subtil mit rein. Aber ich lasse es großenteils bei blau. In der Regel wären wir jetzt mit allen drei Charakteren fertig. Allerdings habe ich mir vorhin nochmal was überlegt wegen der Pose und das setze ich jetzt in die Tat um. Ich dachte mir, wenn ich schon Chao zeichne, dann kann ich diese Zeichnung auch genauso gut abwandeln und daraus seinen bösen Zwillingsbruder Xiao machen. Also so viel Arbeit ist das ja nicht, die grundlegende Zeichnung habe ich ja schon mal. Alles, was sich in dieser Zeichnung halt ändert, ist der Gesichtsausdruck. Klar, Haarfarbe auch noch und natürlich die Klamotten, die er anhat, logisch. Deswegen wollte ich Chao übrigens keine überfreundliche Pose geben, denn dann würde die überfreundliche Pose ja in diesem Fall nicht mehr zur Zeichnung passen. Ne? Macht irgendwo Sinn. Also, das war jetzt nochmal so ein kleiner Bonuscharakter. Den habe ich unter anderem deswegen gezeichnet, weil viele von euch sich unter den Instagram-Kommentaren gewünscht haben, dass ich auch noch seinen bösen Zwillingsbruder dazu zeichne. Aber wahrscheinlich war er schwarze Haare. Keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, das ist einfach eine beliebte Sache. Und so viel Arbeit war es ja jetzt auch nicht. Ich habe ja praktisch die Zeichnung dafür recyceln können. Warum eigentlich nicht, ne? Also, das war's. Leider nichts zu Aufwendiges dieses Mal. Ich habe ja schon gesagt, ich wollte unbedingt noch ein Video vor der Messe rausbringen, aber viel Zeit für eins hatte ich leider nicht. Ihr wisst Bescheid, wo ihr mich auf Messen treffen könnt und wenn nicht, dann wisst ihr, wo man das nachschauen kann. Schreibt ihr mir so lange gerne in die Kommentare, welche Art von Videos ihr euch als nächstes oder prinzipiell mehr wünscht. Eher so eine Richtung Challenge-Format wie das, was ich jetzt gerade mache oder doch eher lieber Tutorials, Artist Opinion. Die Wahl liegt bei euch. Ich lese mir alle Kommentare durch, sobald ich wieder zurück aus Stuttgart bin. Soweit, ich bin Marcel, das sind Leute, die mich auf Patreon unterstützen und du bist natürlich auch das nächste Mal ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Drawing Like Sir. Wenn du Bock hast, dann kannst du die Glocke aktivieren, ne? Ich weiß, es ist nervig, kann ich voll und ganz verstehen, aber ich habe das Gefühl, manche Leute bekommen meine Videos immer ein bisschen später in die Abo-Box oder überhaupt nicht in die Abo-Box, deswegen, ja, wenn du das nächste Video nicht verpassen möchtest, ist eine Überlegung wert, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ciao.